On fair crawl in nature park Beverin, the fair travellers stopped at hôtel and restaurant Capricorn in village of Andeer, where hôtel's manager Barbara welcomed us and answered all of our questions. This is Capricorn's story. Die Idee hier ein Haus zu bauen hatte die Gewerkschaft, die ehemalige jetzt Unia, das war die Smooth. Die wollte ihnen arbeiten, eine Ferien in der Natur gönnen, nicht zu teuer. Die haben dann auch also das gab zuerst ein Grundhaus mit hier hinten. War ein Haus, war mehr so ein Familienhaus. Dann kam das dazu und dann am Schluss der Anbau da vorne, Anbau, also der Ostrakt. Ja, die ist auch hier stationiert, die Forschungsgruppe für nachhaltigen Tourismus von der ZHW Wädenswil. Und das ist also Hotelgäste habt ihr auch, ne? Ja, wir haben 50 Betten. Und wie viele Gäste im Jahr kriegt ihr so? Das gibt etwa so, was haben wir, knapp 4000 gibt es dann mit der ganzen Saison alles zusammen. Also wir haben sehr ein gutes gemischtes Publikum. Wir haben natürlich Hotelgäste, die kommen Schweiz, sehr, vorwiegend Schweiz. Dann im Sommer auch viele Ausland, Deutschland, Skandinavien. Dann hat es noch die Zeichen der Zeit mit dem Wandgemälde. Mit dem Wandgemälde von der Smooth. Da sieht man dann wirklich die Kontraste. Berg. Kommt rein. Bauernleute trifft Arbeiter vor. Das war eigentlich die Bergbevölkerung. Bei ihrer Arbeit am Dängeln, wie man sagt. Ja. Am Heuen. Sonst ist er draußen. Er schläft und mit Balkon. Riecht. Genau, und ein, ja. Aber es ist ja nicht so ein. Elf. Ja. Wir haben auch noch ein paar so freischaffende Mitarbeiter, die cool finden, was wir hier machen. Also sind drei in der Küche, davon 200%, dann eine Aushilfe, die kommt, wenn sie gerufen wird. Dann sind drei auf der Etage, das sind alles, also wenn ich jetzt da aufzähle, sind die zwei in der Küche sind aus Deutschland, das andere sind alles Einheimische. Ja. Hallo! 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 Nur reinkommen, damit alle Thomas, hallo. Also näher kommen, die beißen nichts, kochen. Nein, wir beißen nicht. Große Küche mit super Ausblick, ne? Ja, einfach immer sehr kuschelig, wenn es dann heiß wird. Ich sage immer, wir haben schon für 120 gekocht. Mit so wenig eng im Saal. Optimale Größe ist zwischen 60 und 80. Gas? Erdwärme. Erdwärme. Im Hotelgarten draußen haben wir 9 Löcher gebohrt. Etwa 200 Meter runter. Genau. 200 Meter ist viel, oder? Ja, die energetische Sanierung, also sprich Erdwärme, da mussten wir natürlich das Haus sanieren, also isolieren, oder? Das gab es mit sich. Dann die ganze Elektrizität hat man zentralisiert, weil Sie müssen das vorstellen, da hat's einen, hier hat es einen Kasten gehabt, einen Elektrokasten, und dann vielleicht vorne noch, das kann ich nicht genau sagen, da war ich nicht da. Aber es gab sicher nicht eine zentrale Steuerung mit den Sicherungskasten. We're going to check out the geothermal installation that they made. Okay. It's 9 pumps going down to 200 meters, so it's a very big installation. We're going to the central point where they have all the electricity coming in. Man hat Wärmefühler in den Zimmern, es hat, und das wird nach Außentemperatur geheizt, oder wenn es außen ist, außen warm ist, dann wird also für das Duschwasser, nein, für das Duschwasser brauchen wir externen Strom. Genau. Genau. So ist es. Hier ist das ganze Strom. Zentralisiert hier vorhin für die Aufgabe. Das ist unser Teil.
ganze Zeit Teil von der Geschäftsstelle, also Naturpark und ZKW und dann die EDV-Anlagen. Und allein das, also jetzt diese elektrische Anlage zu bauen, das kostet 20.000, 30.000? Ja, mehr. Ja, ja. Mehr. Also das war ein Großteil von Das sind die Großteile, oder? Also einfach alles, die ganzen Zentralisierungen der nachher das von hier weiterzuleiten mit den ganzen Kabeleien da. Und, ja. Spart man den Strom durch die Zentralisierung? Wissen Sie das? Das kann ich nicht denken. Nein, genau. Also wir haben einen, aber der ist freischaffend.